So, und da sind wir bereit für die nächste Runde. Diesmal 25 von 26 Spielern. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, alle dürfen rein, beziehungsweise erstmal die, die noch nicht waren und danach alle, die schon waren, aber nochmal Bock haben. Und mit dabei sind Umlautkönig, Hellcat, Nikal, Debo, Felpel, The Real, Baba Huhu, The Master, JK Kiwi, Mad Dog, P306, 75, Bobotron, Zuckerbude, YouTube, Epox, Feffi2K, da, Spuckspecht, Liggy, oder Leg3, das dritte Bein, der Sven, Tauli, Damien, Leynard, Max, Karim.com, Icke und It's B. So, dann würde ich sagen, starten wir direkt, diesmal in einer etwas höheren Klasse. Wir sitzen im Mitsubishi Lancer Evolution X und sehen uns auf der Strecke. Ja, falls ich das gerade nicht rausgeschnitten haben sollte, bitte entschuldigt diesen kleinen Moment der, ungemütlichen Stille. Falls ich es doch rausgeschnitten habe, ignoriert diesen Satz und freut euch, dass ihr losgeht. Rennen Nummer 3 mit Turboloch. Wir sollten uns mal ein bisschen höher setzen. Ich bin ja allgemein der etwas größere Typ. Sowohl äußerlich als auch persönlich. Charakterlich ziemlich groß. Außerdem mal den gescheiten Spiegel hier reinmachen, würde ich sagen. So. Und dann mal nicht direkt nach vorne, sondern erstmal so in die Mitte des Feldes, um mit euch mal ein bisschen zu fahren. Heftige Chromlackierung für den Mercedes. Boah, entschuldige. Boah, wo kommst du denn her? Von außen natürlich, habe ich gesehen, aber Alter, was ist denn hier los? Es ist zwar ein Spaßrennen, das heißt aber nicht, dass man hier rammen muss und so weiter. Ich meine, macht ihr jetzt auch nicht, wollte ich jetzt keinen drauf anspielen. Wow! Alter! Da sind wir sehr knapp durch die Kurve gekommen. Ein Straßenschild sorgt dafür, dass der Real Bubu ins Bettchen geht und Haya Bubu macht. Oh nein, scheiße. Aua. Fuck. Da gehen aber alle rein wahrscheinlich. Handbremse in Action. Dafür ist das natürlich perfekt. Einfach mal ein bisschen rumbolzen hier. Hier vielleicht auch so ein bisschen driften. Jawohl, easy. Gibt's hier schon einen Sprung? Ja, ein bisschen. Je schneller die Fahrzeuge, desto höher der Sprung auf jeden Fall. Boah, war knapp. Hier mal ein bisschen die Straße verbreitern. Guck mal, der Paul da vorne noch. Seht ihr das? Jetzt ist er weg, glaube ich. Wie stark die Handbremse hier ist, die hat man dann im Fokus vorhin gar nicht gemerkt. Im A1 auch schon sehr, sehr wenig. Aber schön, wie man den hier rumdriften kann. Alter, was haben die denn für massive Straßenschilder? Das gibt's ja gar nicht. Wie kann ich mich denn jetzt umbringen? Pass mal auf, wir machen das actionmäßig wie James Bond. Zack. Und dann geht's hier weiter mit Turboloch. Aber passt. Da rüpft die ganze Zeit weiter gegen die Wand gefahren. Das sah irgendwie so aus. Boah. Was ist denn da los? Oh, Fahrzeuge unsichtbar. Sehr geil. Das kam ja jetzt mit dem letzten Patch. Dass die Fahrzeuge da unsichtbar werden, wenn man irgendwie in die falsche Richtung steht und fährt. Sehr cool. Da können Crashes auf jeden Fall vermieden werden und vor allen Dingen auch so Staus. Kennt ihr das von der Wasserrutsche im Schwimmbad? Wenn man das Wasser so aufstaut, was man nicht machen darf. Sonst die ganze Treppe nass und rutschig wird. Knappe Geschichte. Ah, habe ich ein bisschen den Schwanz einziehen müssen. Voll. Platz 10, was ist da los? Ich fahre da rückwärts.
Stempel. Andere Richtung, Mensch. Du musst dich doch umdrehen. Oh, jawohl. Scheiße, viel zu früh in den fünften gegangen. Der Turbolader kommt so spät hier bei Mitsubishi Lancer FQ400. FQ steht für fucking quick. Wer weiß es nicht. Wow, Handbremse steht für dicke Querereien hier. Das war natürlich auch unerwartet quer. Aber das war schon ganz geil. Auch hier wieder alle drei Fahrzeuge der Klasse vereint. BMW, Mercedes und Mitsubishi. Welches dieser Begriffe gehört nicht dazu? Oder welcher? Sollte man mal in so einem öffentlichen Straßenverkehr. Was ist. Hä? Seht ihr das? Der hat die Rückfahrleuchte an. Entschuldigung. Wollte ich hier nicht so rausrammen. Aber der hatte die Rückfahrleuchte an. Habt ihr es gesehen? Dann ist er auf die Bremse gegangen, dann war sie wieder aus. Oh nein, schade. Ich dachte, da kommen wir so noch vorbei, aber dass er jetzt wieder rechts rüber dreht. Oh, Strecke geschnitten. 3, 2, 1, nein. Wo ist der BMW von gerade eigentlich? Da leuchtet es schon wieder. Irgendwie, wenn er im Sprung ist, sieht es so aus, als ob das... Als ob die dritte Rückleuchte leuchtet, beziehungsweise, mein Gott, die dritte Rückleuchte, die Rückfahrleuchten-Anzeigen-Dings. Rückfahrleuchte. .400 gegen 345 PS oder wie viel hat der Benzer? Kann er, glaube ich, mit uns nicht mithalten, gerade so vierter, fünfter Gang. Unser Türchen wird heiß, glaube ich. Wie kommt das nur? Hohohoho. Achtung, Bordsteinkante. Oh nein, oh nein, oh nein, die wir gerade so schön gekriegt haben. Die zerstört uns jetzt hier aber mal wirklich. Die arme Häuserwand, ich wette, da sind hier innerhalb der, innerhalb des Project Cars Universums schon einige Leute gegengebrettert. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Putz. Knappe Geschichte. Scheiße, unbedingt im dritten bleiben. Notiz an mich. Boah, da sind die ersten schon im Ziel, obwohl wir noch 6% vor uns haben. Hier nochmal die fiese Kurve gegen Ende. Passt noch, da kommen wir als Achter ins Ziel. Zack, da sind wir drin. Ah, spaßige Sachen, ey. Gerade im Mitsubishi. Wirklich sehr, sehr geil. Aber ich glaube, es wird mal Zeit für ein bisschen was Schnelleres, ne? Und da geht es in die nächste Runde. Wir haben uns diesmal für die Klasse B-Fahrzeuge entschieden. Ich werde den Ruf Yellowbird fahren und den Turbo ein bisschen hochziehen.
setzen, was man jetzt wohl kann, auf irgendwie 2,4 Bar oder so. Im Menü steht das zumindest. Dann hat er 530 PS. Und wir stinken nicht ganz so gegen die anderen Kollegen ab. Naja, Duki, Hellcat, Dragon, Jimnik, Umlautkönig, Heady, Damien95, Epox, Feffy2K, Felpel, Nikal, Debo, Leinart, Mad Dog, der Zween, Bobotron, Goodman, The Master, Max, Thunderbird, Tauli, Zockerbude, Icke, Karim.com, Ron und TRS Yogi. Oder Joggle? Yogi, Joggle? Ich weiß, wir starten das Rennen und sehen uns gleich. So, und da stehen wir auf der Strecke in unserem wunderschönen Greenbird. Schade, dass der nicht gelb ist, aber okay. Es geht direkt los hier und jetzt gucken wir uns mal die Beschleunigung von dem Biest hier an. Zack! 100. In 3, irgendwas Sekunden, da kommt keiner hinterher. Oh Mann, ein bisschen übertrieben. Aber hat auch wohl sehr griffige Reifen hier. Ich werde mich mal wieder ein bisschen zurückfallen lassen am Anfang. Oder meint ihr, das passiert automatisch? Ich weiß nicht. Da sind ein paar schöne Fahrzeuge auf jeden Fall. Aber die Straßenfahrzeuge sehen so sexy aus. Müssen wir aufpassen. Sehr, sehr schwache Bremsen. Aber trotzdem stark genug, um das Heck dann auch mal zum Ausbrechen zu bringen. Ja, aber es wird doch mal ein bisschen Platz lassen. Oh, das war knapp. Einfach hier mal so falsch rum durch den Kreisverkehr. Mal ein bisschen gucken, dass wir da ein bisschen Kontrahent kriegen. Konkurrenz. Oh! Habt ihr das gesehen? Da ist einer volle Lotte über den Kreisel gesprungen. Da gibt es nochmal ein paar dicke Unfälle. Wir werden uns aber jetzt wieder auf den Putt machen hier. Da ist irgendwas Silbernes gerade gegen den oder über den Kreisverkehr im wahrsten Sinne des Wortes gesprungen. Ah, nein, 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 nein. Scheiße, ja okay, da haben wir uns jetzt unfreiwillig in eine wartende Position gebracht hier. Wir können aber hier zum Glück schnell wieder raus und direkt weiter, wenn wir nicht den nächsten Bock missbauen. Gucken, wie viel PS wir denn jetzt eigentlich haben. Über 480. Oh, und im fünften Gang noch dicke Querfahr-Action. 485 oder so. Ja, viel zu schnell, das ist natürlich klar. Viel zu schnell. Ich dachte, da können wir noch irgendwas machen, aber geht natürlich gar nicht. Viel zu schnell einfach nur. Nicht einfach wieder auf die Straße kommen, nur weil das hier ein Chaosrennen, Spaßrennen ist, heißt das trotzdem nicht, dass wir das machen. Ich glaube, es hackt. Oh yeah! Oh no! Geht auch noch! Jetzt war schon wieder 14. Aua, was war das denn? Wieso bin ich denn da? Was war das denn für eine Rampe oder was? Was war denn das? Hey. Ron 335. Nicht so wild. Ja, okay, ist Chaos. Man kennt die Strecke nicht und so. Das ist klar, dass es ein bisschen wild wird. Aber du hast doch gerade auch rückwärts auf die Strecke gesetzt. Das macht man nicht. Oh. Oh, fuck. Oh. Ja, ihr seht ja, ich komme ja selber auch nicht klar. Ist ein bisschen heuchlerisch natürlich hier über Fehler zu meckern. Wenn ich selber die ganze Zeit Fehler mache. Boah, können wir da wegziehen? Müssen wir hier natürlich aufpassen. Jawohl, nicht gegen die Mauer gefahren. Hier können wir schön driften eigentlich. Ja. Muss reichen. Das war knapp, Dude.
Das auch. So, schön schnell die Lenkung wieder aufmachen. Da steht ein SLS rum. Natürlich. An der Azurküste. Monaco, da stehen nur SLS rum am Straßenrand. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nicht wieder diese Ecke. Ist da auch noch der Ruf am Straßenrand. Der hat zum Glück Platz gemacht. Mann! Was ist ja jetzt los hier? Ich brauche gar keine Kurve mehr. Wow! Was ist denn jetzt los hier? Ich komme auf gar keine Kurve mehr. Scheiße, Konzentration mal ein bisschen. Strecke lädt natürlich zum Grinden ein oder zum einfach an die Leitplanke hängen und Gas geben. Da kommt man schon irgendwie. Wow, sorry, Mad Dog. Sorry. Dafür bist du jetzt einfach mal ein bisschen im Bild hier. Machen wir dir schön hinterher. PSC Mono, auch ein richtig schönes Schmuckstück an Fahrzeug. Oh. Alter! Wenn man ein bisschen übers Ziel hinausschießt, kriegt man den kaum wieder eingefangen hier. Ich war natürlich jetzt auch massivst zu schnell. Oh, hier schon wieder. Was ist denn hier los? Sind die Reifen heiß, oder was? Ein bisschen früher bremsen. Dann vielleicht auch mal etwas Kontrolle walten zu lassen. Ja, einigermaßen driftig hier. So drift man sich wieder. Oh, im vierten Gang, wie geil war das denn bitte? Oh nein, 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 nein. Ah, oh, zu schnell. Oh nein, schon wieder zu schnell. Scheiße, Entschuldigung, das ist doch nicht schön. Motor abgewöhnt. Ich stehe schon wieder falsch rum auf der Strecke hier. Mal eben schnell gucken, dass wir uns umdrehen können, ohne dass wir einem im Weg stehen, jawohl. Das ist schon der erste durchs Ziel. 10% liegen noch vor uns. Ha, was? Ach nee, das waren modellierte Autos. Also Deko-Autos, die einfach nur so rumstehen. Ich dachte, da steht jetzt wirklich einer von uns. Kopf an Kopf. Duell vorne, lese ich da gerade. Gab's da ein Fotofinish? Keine Ahnung, wer gewonnen hat. Ja, das ist mal ein Indiz, dass es sehr, sehr knapp war. Sehr schön. Alter! Manchmal aber auch ziemlich biestig hier. Wir gucken mal eben nach den Reifen. Sind die denn zu warm oder so? Hinten vielleicht, ne? Schon ein bisschen abgefahren, aber geht eigentlich noch. Ja, gut. Booms, da gibt es einen kleinen Crash, da oben gibt es Qualm. Ihr seht, eine sehr, sehr ausgereifte Endzone, die wir hier haben. Aber erstmal danke fürs Mitfahren und ein Rennen machen wir noch, würde ich sagen.
Letzte Runde geht los. Wir sitzen in Hypercars, beziehungsweise wir im Ruf RT12R und alle anderen in den Fahrzeugen, die sie auswählen wollten. Jörgel ist wieder mit dabei, It's Bees mit dabei, Felpel, Zockerbude, YouTube, Spuckspecht, Faffy2K, Epox, Stari, Mad Dog, Damien, Hedy, Jim, Nick. Moment. Oh, bin ich schlecht da. Dragon, Ron, Bobotron, der Sven, Nika, Lena, Thunderbird, Tauli, Karim.com, Debo, Max 2712, The Master und Flopking. So, würde ich sagen, geht's los hier und wir sehen uns auf der Strecke. So, das kann ja was geben. Stand zurecht im Chat. Da sehen wir einen schönen Flugzeugschatten, der an uns vorbeifliegt und wir starten wieder von vorne, sitzen im Ruf mit massigst Leistung. Und ja, gucken den Start mal von hinten an, würde ich sagen. Da gab es einen Frühstart auf jeden Fall vom Gumpert Apollo. Da werden ein paar Leute chaotisch weggeräumt. Und alter Schwede, geht der V8 Ariel Atom ab. Boah, okay, erstmal wieder auf die neue Karre einschießen hier. Das ist die letzte Runde. Obacht, schreibt der It's B. It's Bobacht. Und dann ist er rausgegangen. War ihm wohl zu wenig Obacht. Oh, nein, nein. Und da haben wir den ersten Crash. Ja, okay. Ich warte mal wieder am Straßenrand und lasse Leute passieren. Ihren Passierschein, bitte. Hallo, haben Sie einen Passierschein? Nein, da. Pagani, Ruf. Pagani, McLaren in zwei Varianten. Wer kommt da noch? Ruf, Ruf. P1 und Heikan Leiper. Leipersport, genau. Leikan Hypersport. Können wir uns jetzt wieder einklinken hier. Ganz, ganz fiese Reflexion auf dem Armaturenbrett, auf dem, auf der Tachoscheibe und so weiter. Wow, was ist das immer? Wieso fliegen da Leute immer einfach so hoch? Sind da Straßenschilder, die auf der Strecke liegen oder was? Oh, viel zu schnell, sorry fürs Chaos. Jetzt reicht's aber auch mal hier. Jetzt derbe zur Sache. Rechts oder links, entscheide dich. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn du die Leitplanke. So. Freestyle vorbei. Jetzt mal auf die Bremse hier. Ja. Gerade eben noch. Holla, die Waldfee. P1 hinter uns. Komisch, dass normaler McLaren MP4 und McLaren P1 in der gleichen Klasse sind irgendwie, ne? Haut nicht so ganz hin. Aber ihr kennt das ja mit den Klassen hier in Project Cars. Oh. Da ist der P1 sitzen geblieben in der Klasse, weißt du? Deswegen ist der eigentlich schon stärker, aber immer noch in dieser kleinen... Oder McLaren MP4 ist Überflieger, das kann natürlich auch sein, aber ich glaube, die passen zeitlich gar nicht so zueinander. Oh Gott, was ist das denn für eine Farbe da vorne? Guck mal, ein Türkis! Ein türkiser Ruf! Da müssen wir auch mal die Modepolizei rufen, würde ich sagen. Ach nee, ist ironisch, ne? Ist ironisch lackiert, genau. Ja, dann geht das. ...730 PS. Ungefähr. Weiß ich jetzt gar nicht. Müsste doch eigentlich 730 sein, oder? Ne, waren weniger, ne? War unter 700. Ne, tatsächlich. 728 haben wir gerade, ja. Dann geht's doch hier richtig ab. Boah! Oh, das sieht so geil aus. Ich liebe diese Straßenfahrzeuge auf der Strecke. Allein von der Optik, vom Look her. So schön gemachte Modelle. Und dann steht da einfach ein P1, wo man immer vorbeifährt. Das ist wirklich Sahne.
scheiße. Falscher Gang, aber können wir sogar drin bleiben? Und einfach warten, bis der Turbo kommt. Leichte Lecks und Asynchronitäten und Motoraussitäten. Scheiße. Ah. Wurde mal gerade so wieder recht gestupst. Dankeschön. Ganz schön abgehoben, dieser Sven. Okay. Ganz schön gegen die Mauer gefahren, dieser Duki. Alter, ist das für ein Beschleunigungsmonster, der Leikan? Scheiße. Och Gott, ja. Haben wir beide denselben Fehler gemacht. Türkiser Ruf, Motor aus. Schnell mal wieder starten hier. Es ist sehr chaotisch gewesen. Ich weiß, die letzten Rennen, letzten zwei Videos waren sehr chaotisch. Aber muss auch mal sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Wozu kann man denn sonst den Schaden abschalten? Nächste Woche geht's normal weiter mit einem normalen Community-Rennen, in Anführungszeichen. Natürlich. Man weiß ja nie, was da so passiert. Wenn ihr übrigens Vorschläge für die Community-Rennen habt, was wir an Kombinationen fahren sollen, was ihr gerne mal sehen möchtet oder was ihr gerne mal fahren möchtet, einfach in die Kommentare schreiben, mich auf Facebook anschreiben oder. Gibt 80 Millionen Möglichkeiten, mich zu erreichen. Und dann kriegen wir das schon hin, würde ich sagen. Oh nein. Licht. Nein, jawoll. Ah, scheiße. Oh, schon wieder scheiße. Nein, geht sogar noch. Geht sogar noch. Das sind so manchmal die Momente Project Cars, wo ich dann einfach nur denke, da schlagen wir aber gar nicht ein. So schlecht kann ich noch die Fahrphysik einschätzen, sag ich mal. Oh, Vorsicht hier! Wie schnell seid ihr denn im Ziel? Sag mal, okay, wir sind auch Zehnter. Da haben wir noch einen Leikan vielleicht zu überholen. Wir driften aber lieber hier durch die Kurve. Müssen gleich wieder vor der einen letzten hinterhältigen Kurve aufpassen. Nein, brauchen wir gar nicht. Wir fahren schon voll gegen die Wand. Und dann geht's hier auf die letzten Meter. Da sind wir im Ziel. Oh Mann. Ich sag danke fürs Mitfahren, alle, die dabei waren. Sorry für alle, denen es nicht gefallen hat, weil das zu chaotisch war. Zu viel Quatsch und nicht ernst genug. Tut mir leid. Nächste Woche geht's ganz normal weiter. Wie gesagt, wir werden alle zwei Monate oder so ein Event mal durchführen, damit jeder, der Bock hat, mitfahren kann. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja auch kein Gegner von Chaos, sag ich mal. Eher ein Fan, wenn es dann kontrolliertes Chaos ist. So wie jetzt zum Beispiel. Ne? Man hat so seine abgesteckten Grenzen. Man kann ein bisschen Spaß und Blödsinn machen. Und dann ist auch wieder gut. Dann wird nächste Woche wieder ernst gefahren. Und in diesem Sinne sage ich, bis dahin, bis zur nächsten Woche. Wir sehen uns in der nächsten Folge Project Cars. Tschüss!